sollten sie mal voll treffen, entwickeln sie so natürlich eine viel größere Kraft. Jetzt kommt Sepp Judah. Und da war die Linke. Kurze Linke von Terron Millett. Wird angezählt, der Weltmeister Sepp Judah. Da ist er zu offen in den Mann gegangen. Besonders guter Kampf werden kann. Hier war es genauso, aber das scheint sich zu bewahrheiten. Beide sind böse. Beide wollen hier den vorzeitigen Sieg. Und man sieht es nochmal, Sepp Judah läuft da rein, will voll treffen und wird dann gut gekontert von Terron Millett. Hier kurz und trocken die Linke ans Kinn. Und da